Ich glaube, Jan ist nicht zufrieden mit dem Ast. Was habe ich denn hier für einen Mongo-Ast gebaut? Wie es weitergeht, erfahrt ihr in dieser Folge ReWorld. Interessant. Interessant. Wow, krass. Ja, das habe ich nie gemacht. Ich weiß noch, ich habe auch noch nie so viele Gewinnspiele gemacht. Ich habe 2 oder so in meinem Leben gemacht. Ja. Und das eine war, da hatte ich durch Zufall 2 Keys für Far Cry, glaube ich. Ah, wie einmal, das denn? Einmal habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Dann war ich abgefuckt, habe mir das einfach gekauft und dann habe ich das Gewinnspiel gewonnen und hatte ich 2 Keys. Und ich habe einen weiter verlost quasi. Geil, geil, geil. Es gab aber mal in dem Podcast von den Berliner Comedians, die ich immer höre, die machen sich immer mal gerne so über Julienko lustig, dieser Ex-Freund von Bibi. Und gehen über sein Instagram und dann shit-talken die so ein bisschen. Und der macht halt auch viele Gewinnspiele. Und die haben dann mal gefragt, wie das rechtlich ist, ob man so ein Gewinnspiel auflösen muss. Ja. Und dann hat jemand bei den, die haben so eine Telefonnummer, wo man bei denen anrufen kann und dann so Themenvorschläge geben kann und so. Hat jemand angerufen, der sich da auskennt und meinte, ja, es gibt kein Recht, was sagt, dass man das auflösen muss. Alter, ernsthaft? Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele Regeln, die du befolgen musst, theoretisch, die keiner, also die hast du safe auch nicht befolgt, als du den Far Cry Key verlost hast. Da gibt's ganz, ganz viele Regeln, die du befolgen musst. Ich glaube, bei uns ist schon die Sache, dass wir diese Verlosungen gemacht haben, als wir irgendwie so 14 waren einfach. Ja. Ich glaube, das ist schon nicht okay eigentlich. Da hätten wir einen Elternzettel gebraucht, ja. Ja. Kurze Frage, haben wir eine Eisfarm? Eine Eisfarm? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Okay, dann kriege ich. Wo kriege ich. Es schneit übrigens in ReWorld. Ist. Ja, Turm. Ja, in deinem. In deinem Texture Pack. Nicht nee, in nee, meinem. Nee, ohne Texture Pack auch. Nee. Also, ja. Vielleicht oben am Berg. Okay, wo kriege ich Eis her? Ganz, 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 ganz viel. In ein Eisbiom gehen mit Silk Touch. Scheiße. Leid, dass ich dich da jetzt enttäuschen muss, aber das ist gar nicht so. Naja, warte, habe ich Silk Touch? Behutsamkeit, ne? Ja. Gut, dann packe ich mal ein paar Raketen ein und bin mal auf Weltreise. Ciao! Oh ja, ja, das wird dem Server jetzt auch richtig gut tun. Auf jeden Fall. Ich werde mich aber mal. In welche Richtung gehe ich denn? Das musst du wissen, mein Freund. Geh ich mal hier hin. Ich teleportiere mich aber schon mal weg. Oh Gott. Und dann fliege ich mal ein bisschen in die Richtung, die ist noch unerforscht. Oh. Ich mache nachher, mache ich mal Pelmeni selber. Kennst du das? Was für ein Ding? Pelmeni, kennst du nicht? Nee, macht mir nichts. Das sind so russische Nudeln, glaube ich. Wie kommst du denn auf russische Nudeln? Das sind so Nudeln, die. Das ist quasi so Fleisch in so einer Nudelpackung, quasi in so einem Nudelgehäuse. Wo dann erkennt man, dass wir zu tief in der PC-Bubble sind. Nein, das ist halt so Fleisch in einer Nudelhülle. Mhm. Und das hat dazu in so einer Art Suppe. Nudelgehäuse. Das ist auch schon wieder ein Folgenname, finde ich. Nudelgehäuse. Krass, hast du recht, Photoshop mal. Ja, safe. So ein Gehäuse aus Nudeln. Auf Thumbnail. Nee, so ein PC-Gehäuse, so ein PC-Nudelgehäuse. Der gute alte, wie hieß der Scheiß nochmal? Der Warsteiner PC. Der war ja auch ein ganz großer Erfolg, habe ich gehört. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, da haben die eine Wasserkühlung gebaut, haben in die Wasserkühlung Bier gekippt. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das nicht so gut ist für den PC. Nee, nicht so ganz. Wenn die Rohre so schön verkleben und so, ist richtig toll. Ah, mega. Schneebium! Schneebium! Was ist das denn für ein Wort? Das kenne ich gar nicht. Schneebium! Schneebium! Alter, aber ohne Eis. Alter! Alter, ohne Eis, Alter! Alter, ey Junge, schwöre, lahn Otto! Also Jungs, hier, der Baum ist hier ein Vertrau mir Bruder-Projekt. Weil die Äste sehen jetzt kacke aus, aber da sind ja später Blätter drüber, also macht euch da mal gar keine. Die Äste sehen scheiße aus. Ja, das ist mir gerade aufgefallen, dass der Ast ein bisschen kacke aussieht.
Musst du vielleicht mal Kevin Estre fragen? Nee, den freue ich nicht. Nee. Oh. Mit dem, auf dem bin ich nicht so gut zu sprechen. Oh, habt ihr Stress? Aha. Ah, okay, verstehe. Naja, ihr seid euch ja auch sehr nah, so. Also. Ich weiß ja nicht, wo wir jetzt hier mit hin wollen. Ja. Ah, der Rucksack wird immer dünner. Ich finde kein Eis. Lass mal auf Eissee gucken. Oh! Ah. Kann man machen, ja. So, boah, hier übel der Wald. Ey, es ist so ein Fitz. Ah, hier ist Schneebium. Ja, Eis! Nice, dicker Eis. Nice Eis, Bruder. Oh, das geht ja mit der Spitzhacke auch sehr schnell. Heute war das letzte Rennen von der Formel 1-Saison. Ist das so? Yes. Ich hab's nicht geguckt. Sauber. Wie so ein richtiger Fan das eben auch macht. Ich bin schon lange kein richtiger Fan mehr. Das war dieses Jahr so eine Shitshow alles. Ehrlich, so schlimm. Ah, super langweilige Saison. Es gibt ja dann immer auch im Frühjahr, bevor die nächste Saison losgeht, gibt es ja auch noch immer diese Drive to Survive Show auf Netflix. Mhm. Die wussten dieses Jahr gar nicht, was sie machen wollen. Ja, weiß ich nicht, was sie dieses Jahr machen sollen. Also das wird wahrscheinlich auch eine furchtbare Staffel, einfach weil nichts passiert ist. Die machen dann ja wahrscheinlich, ziehen sich wieder irgendwelche Fake-Stories aus dem Ass. Aus dem After. Aus dem Anus. Stories aus dem After. Da ist die Folge. Stories aus dem After. Puh, Eis. Schweiß. Weißt du, was auch mal nice wäre für Reworld? Ja. Was richtig Eis wäre. What? Das hätten wir eigentlich machen können. So, aber gut, das ist. Ist eigentlich nicht viel mehr Schnitt auf Arbeit. Wenn wir zu zweit sind, machen wir mal so eine Splitscreen-Folge. Ah, oh, stimmt, das ist wirklich nicht viel Aufwand. Dafür, dass wir dann eine richtige ADHS-Folge kriegen. Stimmt, es passiert einfach, Alter, ohne Witz, es passiert einfach zwei Sachen gleichzeitig, hä? Übel stark. Also, was habe ich denn hier für einen Mongo-Ast gebaut? Was ist hier denn los? Was ist denn hier los? Der ist ja viel zu dick. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt. Hast du meinen Pimmel gesehen? Nee, der ist ja sehr dünn. Stimmt. Der muss ja viel länger. Der Ast, ja genau. Ja, ich kann auch mal Schulterboxen mit dem Körper. Alle. Was? Ich bin gefallen. Oh. Ja, ein Dachdecker vom Dach gefallen. Ein dicker Dachdecker, der das Dach deckt. Ich habe heute gelesen, dass es eine Serie geben soll bald zu 8 Mile. Was? Die machen auch echt alles neu, oder? Ohne Witz. Ja, das ist echt verrückt. Oh! Da habe ich mit Tom letztens so einen spannenden Beitrag zugesehen. Hast du da einen Beitrag zu? Ja. Einen spannenden Beitrag. Spannenden Beitrag. Nee, das war wirklich so, dass die Spieleindustrie gerade übel kaputt geht. Erzähl mir was Neues. Nee, dieses Jahr ist extrem. Weil es einfach in Deutschland keine Kohle dafür gibt und deswegen... Ach, die deutsche Spieleindustrie. Ja, deswegen traut sich keiner so wirklich was Neues zu machen, weil wenn das Spiel floppt, kann das halt für den Untergang des ganzen Studios sorgen. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich in Zukunft nur noch ja, so Remakes, zweite Teile und Remastered und so geben. Ah, uff. Und es wurden ja auch insane viele Leute rausgeworfen, ne, und rausgeschmissen und so. Also wirklich, wirklich unschön viele Leute. Ja, ich glaub's dir.
Aber war ja jetzt Deutschland noch nie Standard, Spielestandort Deutschland, oder? Nee, glaube nicht. Nee, stimmt. Auch in anderen Ländern hinken wir da wieder hinterher. Ich weiß nicht, bei wie das. Die GameStar hat in dem Video ein Beispiel aus Kanada genannt, wo jedes Entwicklerstudio richtig viel Geld bekommt. Und dann war es in Deutschland irgendwie so, ja, ab nächstes Jahr haben wir für die Spieleindustrie 30 Millionen Euro und diese 30 Millionen Euro müssen sich alle teilen. Das heißt, dann gibt es pro Projekt 1,2 Millionen oder so. Das ist halt nix. Da kannst du halt nichts mehr machen, so wirklich. Viel zu wenig, ne? Ja, verstehe ich aber ein bisschen, weil verkauft hat mal als Politiker in Deutschland. Wir geben jetzt ja, Geld für Spiele aus. Das hat mich auch sehr gewundert, ja. Aber stell cool, dass du. Stell dir mal vor, du musst eine Wahl in Deutschland gewinnen und dein Ding ist Spiele. Ja. Kannst zumachen. Vergiss es. Brauchst gar nicht anfangen. Mich wählt keiner. Also ich wähle die Gamer. Ja, die zwei. Genug Schabernack. Die zwei Gamer wählen nicht. Naja, aber das sah auch alles, also auch dann so Blick in die Zukunft, das sah alles, was sie so gesagt haben, das sah gar nicht so gut aus, alles. Aber jetzt nur schade. Auf Deutschland bezogen oder generell? Nur auf Deutschland bezogen, ja. Okay, ich meine, dass so viele entlassen wurden, ist international, also es wurden international extrem viele Leute entlassen. Ja. Also alle Studios zusammen, ohne Scheiß, wirklich, ich würde sagen, locker um die 10, vielleicht 7.000 Leute oder so. Mhm. Wenn du so alles zusammenrechnest, das waren wirklich unfassbar viel. Wahrscheinlich über 10.000, ja. Das war echt krass viel. Und das ist nicht gut. Weil imagine einfach mal in so einem Paralleluniversum. Der GTA 6 Release wird jetzt so wie der Cyberpunk Release. Oh nee, bitte nicht. Meinst du, was das dann für Rockstar Games bedeutet? Das ist dann aber auch wirklich, dann segeln die aber auch geradeaus Richtung Untergang. Meinst du? Ja, die Shark Hearts ist immer noch Bestseller, Platz Nummer 6 oder so auf Steam. Ja, aber Digga, Sponsoren, Geldgeber, Digga, davon können die sich glaube ich nicht so einfach erholen.